Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei XCOM 2. Wir machen hier einen Guerilla-Einsatz. Und zwar müssen wir die Workstation im Adventszug hacken. Ich würde ja eigentlich ganz gerne unser Team hier so zusammenlassen. Aber ich möchte auch einen zweiten Sniper auf jeden Fall irgendwann generieren. Und deswegen möchte ich auf den Sniper verzichten. Ich glaube, der Bero, den behalten wir. Ich glaube, ich nehme mal wieder den Lesrak mit. Und entferne auch den Umbreon für einen Rookie. Wir nehmen mal mit den Manu. Wir nehmen den Manu mit. Hallo Manu. Und dann geht's los, würde ich sagen. In den Einsatz. Sky Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Advent hat mobile Überwachungsteams auf einem ihrer Züge in dieser Region eingesetzt. Und wir haben ein ungeschütztes Terminal in der Nähe gefunden, das mit ihrem Netzwerk verbunden ist. Die Daten, die wir uns holen wollen, sind entscheidend für die jüngste Operation der Aliens. Und das ist unsere Chance, ihren Fortschritt zu verlangsamen. Wir müssen das Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten und die Kontrolle über den Zugangspunkt erlangen. Okay. Da sind sie. Menace 154 Avenger, der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Aber sicher das. So, das ist eine ziemlich weite Strecke, die wir hier zurücklegen müssen. Komm, Bero, starte mal einfach erstmal. Okay, hier hinter. Enemy sighted. Okay, Insektoid und ist das ein anderer? Oh. Auf jeden Fall hat der besseren Schutz als anderen. Die Züge fahren rund um die Uhr, aber man sieht nie, wie Fracht auf- oder abgeladen wird. Vielleicht geschieht es im Verborgenen. Strange. Bin gleich da. Los, los, los. Okay. Manu. Okay, hier ist es schon die Zone, wo wir entdeckt werden. Okay. Wir haben schon wieder so einen scheiß Rundenzähler. Ich mag diese Kack-Rundenzähler nicht. Mann. So, hier. Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Feuerschutz. Bin dabei. Wie weit kannst du deine Granate schmeißen? Nicht weit genug, okay. So, Lesrak.
Ach ne, das ist immer noch der Beru. Granate. Kriegen wir jetzt hier noch. Die ist für dich! Beide mit rein. Zack. So, jetzt bewegen sie sich und kriegen hoffentlich noch einen Schuss in your face. Sie kennen unsere Position. Mit einem Schwert. Zuerst setzte Advent nicht tödliche Betäubungseinheiten zu holen bei Protesten ein. Mittlerweile sind die allerdings nicht mehr. Jo, beide down. Fett. Ziel erledigt. Der hat vielleicht etwas bei sich. Okay, Beru, schnapp dir das, was er bei sich hatte. No need to ask twice. Yeah, zwei Laservisiere. Got it. Was will der mit zwei Laservisieren? Aliens sind komisch, oder? Gut. Los geht's. Manu hat sich auf jeden Fall schon wieder eine Beförderung verdient. Das ist doch mal ganz nett. Los, los, los! Admin-Truppen gesichtet! Okay. Das heißt... Der Max muss dem Beru hier seinen Gremlin schicken. Hilfsprotokoll. Plus 20 auf Verteidigung, weil der steht da ziemlich offen. Und dann... Kann er sich noch bewegen? Tatsache, der kann sich wieder noch bewegen. Okay. Fire in the hole! Hallo! Oh, er kommt hier. Ah! Was ist das? Okay, das ist flankiert! Sie haben mich flankiert! Läuft einfach an allen vorbei und okay. Manu? Schieß ihm in den Rücken, komm. Kannst ihn dadurch nicht töten. Vielleicht schießt dann besser der Lesrak. Sechsen. Du hast die Chance, ihn zu töten. Alles klar, Lesrak, komm. Bams. Feind am Boden. So. Beru. Max meine ich. Gremlin Heilung. Gremlin Stabilisierung, Hilfsprotokoll. Hat der nicht auch ein Medkit? Hm. Hilfsprotokoll klingt ab. Okay. Nee, dann lad mal nach. Waffe geladen. So, Beru,
vorne ist das Terminal. Order's confirmed. Schauen wir mal, was hier noch so ist. Objective in range. Okay, wir sind Commander, haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Das ist jetzt ist hier nichts, alles klar. Vorrücken. Position bestätigt. Advent ist hier. Ah, da sind sie. Gut. Bero ist noch einmal dran. Aber eine schlechte Möglichkeit zu treffen. Ist der der Einzige, der noch dran ist? Anscheinend. Overwatch. Overwatch. Okay, dann verschwindet in einem Sektor. Nein, 5 Schaden. Your mistake. Ha, nicht. Nicht mit Bero. Der alte Mann ist da immun gegen. Aber nicht dagegen. Au! Das war hart. Die hauen ganz schön rein. So, wie machen wir das dann jetzt am geschicktesten? Ich würde sagen, du rächst dich jetzt, Bero, komm. Nur 4 Schaden. Da fuck! So, Manu. Alles klar. Bedrohung ausgeschaltet! Lesrak. Tick nach vorne. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Granate. Ich müsste der eigentlich tot sein. So. Advent-Verstärkung nähert sich. Max. Gremlin-Heilung auf Bero. Medizinischer Modus. Alles klar. Hilfsprotokoll. Wo ist denn das Medkit, was der mit sich... Oder ist das, dass der zweimal Gremlin Heilung machen kann? Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin verwirrt. Ein bisschen weiter nach vorne können wir bestätigt. Noch schicken. Menace 1-5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Ah ja, das macht der Manu jetzt. Ja. Ziehe los! Ah, ich bin doof. Ich echt. Manchmal kannst du mich schlagen mit meinem Verklicken hier. So, hier hin. Target. 93%. Gib ihm.
Enemies down. Could use some ammo over here. Ach, red nicht. So, 31, 32. Schon unterwegs. Alles nicht so cool hier. Feuerschutz. Scanne Gebiet. So, und dich müssen wir hier irgendwie rausbringen. Raus hier. Schon dabei. Okay, Lesrak wird markiert. Kann ich gerade ganz... eigentlich ganz gut mit leben. Mehr hast du nicht drauf! Werde beschossen! Ist klar. Manu! Heck die Scheiße. Einen Blick ist es wert. So, birgt einen Informationsspeicher, birgt einen großen. Aber bei 4 und 2 nehmen wir den hier, oder? Beides Scheiße. Ah, fast. Wir hätten es fast geschafft. Okay. Sehr gut, Mann. Ist sicher. Und dann raus hier. 5, wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Jetzt hast du noch eine Granate. Warum hat der keine Granate mehr? Wann hast du die gebraucht? Verdammte Schande. Okay, wir... Nahkampfangriff kann klappen. Gib ihm, Bero. Yes. Das sieht so geil aus mit der Brille. Target disabled. Okay. Max, schick doch bitte noch mal die Gremlin-Heilung. Medizinische Protokolle! Genau. Eigentlich sollte die der Bero kriegen, aber egal. Dich zu heilen ist auch gut. So. 34%, um den hier einem auf den Sack zu geben. Was ist, wenn du hier hingehst? 42%. Feuer! Daneben. Muss besser zielen. Ja, muss besser zielen. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Okay, hier hinten ist er noch. 32%, du machst es jetzt hier, komm. Jawoll! Ziel neutralisiert. Applaus an den Max Monster. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Jo. Der Bero wird jetzt leider ein bisschen ausfallen. Wenn er verletzt ist. Corporal der Bero. Neuer Rekord. Na, er ist zufrieden mit sich. Guck, sein zufriedenes Gesicht. Aber auch der Manu als Wookie. Sehr, sehr gute Leistung.
bin gespannt, er hat ja einen Aufstieg verdient, was er denn wird. Was? Beide schwer verwundet? Ich hab den doch noch geheilt hier mit dem Gremlin. Den Max und so. Ist ja doof. Aber mindestens haben sie beide eine Beförderung verdient. Weiter. Wir haben Laservisiere. Laser! Und Betäubungslanzenträgerleiche. Okay. Hallo, Commander. Hallo. Commander, die ständige Belastung durch den Krieg kann selbst unsere besten Soldaten erschüttern. Sie werden sich wieder erholen, solange wir für ihre Gesundheit sorgen. Okay, Max Monster hat einen reduzierten Willen. Ist jetzt panikanfälliger und anfällig für Psi-Angriffe. Der Sprecher ging durch die Infiltration Advance ein großes Risiko ein, also glaube ich, dass er der Sache treu ist. In der Bewegung gibt es noch einige Skeptiker, aber wir haben größere Sorgen als einen Mann auf einem Bildschirm. What? 10 und 12 Tage? Waffenverbesserung. Gucken wir später, der ist ja jetzt erstmal verletzt, aber wir befördern ihn trotzdem. Dank der Bemühungen des fortschrittlichen Kriegszentrums hat dieser Soldat eine Kampffähigkeit erlernt, die außerhalb dieses Spezialgebiets liegt. Phantom. Ja, läuft! Achso, dafür war das gut. Yes! Siehst du mal, Max, ne? Du bist jetzt Phantom! Naja. Was haben wir denn noch hier? Übernahmeprotokoll. Du kannst robotische und mechanische Feinde mit einem Gremlin mit einem Hackversuch anvisieren. Okay. Oder... Revitalisierung. Schicke den Gremlin zum Verbündeten, um negative mentale Effekte zu entfernen. Desorientierung betäubt in Panik und noch bewusstlos. Oh. Ich glaube, ich mache mir hier so einen Healer. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Läuft. Neue Veteranenanpassungsmöglichkeit. Okay. Dann haben wir den Berumen im Aufstieg. Der hat leider nichts bekommen, außerhalb seines Talentbaums. Ja, schüttel schon mit dem Kopf. Komm, hier befördern. Dieser Soldat löst weder Feuerschutz noch Reflexschüsse aus. Das ist ganz nett. Oder Schattenangriff. 25 Zielsicherheit, solange du verborgen bist. Und 25 kritische Trefferchance bei Angriffe auf Feinde. Okay. Heißt das jetzt mehr Zielsicherheit, wenn ich verborgen bin? Und immer 25 Crit Trefferchance? Oder nur, wenn ich auch verborgen bin? Ich lese das so, dass es plus 25 Crit gibt immer. Dann würde ich nämlich das nehmen. Ich nehme den Schattenangriff. Ist klar. So, und dann gibt es noch den Manu. Den befördern wir auch. Ja, und dann Manu wird ein Sniper. Ja, ein Sniper. Macht er dem Umbreon jetzt hier Konkurrenz? Hm? Sieht gut aus. Ein Sniper braucht man noch. Waffenverbesserung. Hier, ein Laservisier für einen Sniper immer gut. Das muss man eigentlich beim Umbreon drauf machen, damit der mal was trifft. So. Ich glaube, das können wir ja noch, ne? Hier, umrühren. Laservisier. Zack.
Ich mag die Ranger-Klasse. Ich finde das gerade richtig doof, dass wir nur einen davon haben. Aber wir haben noch ein paar Rekruten, die wir hier aufwerten können. Alles klar. Dann gehen wir doch mal in wir wollten ja weiter rumscannen hier, ne? Wissenschaftler. Nicht jetzt. Wir gehen hier hin. Ich muss das jetzt endlich mal zu Ende scannen da drüben. Afrika. Den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt und können die Advent-Geheimeinrichtung auf ihren Befehl hin angreifen. Unsere Truppen sollten vollständig ausgerüstet und bereit sein für diesen schweren Einsatz. Die Einrichtung ist sicher gut bewacht. Ich habe ein Auge auf all unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten ihre Befehle. So, wo gab's jetzt hier... Da gab's Vorräte. Da gab's Wissenschaftler. So, das läuft immer am schnellsten ab. Berechnet neuen Kurs. Das heißt, wir holen jetzt erstmal die Vorräte. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Die rasante körperliche Evolution des Sektoiden im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. Okay, weiter. Gedankenschild. Mächtiges psionisches Artefakt, das den Soldaten völlige Immunität gegen jeglichen negativen mentale Effekte. Einschließlich Panik, Gedankenkontrolle, Betäubung und Desorientierung. Das wäre super für Max, der jetzt ein bisschen negative Aspekte auf dem Gebiet hat. Psionik. Können wir noch nicht, dafür brauchen wir Illyrium-Kristalle. Okay, wäre aber cool. So, was machen wir denn dann? Betäubungstranslanzenträger 5. Mach mal hier ein bisschen, erforschen wir mal ein bisschen Rüstung. Wir werden sofort wir kriegen ja hier ordentlich Schaden, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. So, eine Technik innerhalb gucken wir mal nach. In den Räumlichkeiten der Avenger fehlt mir der Platz, um einige unserer theoretischen Experimente durchzuführen. Vielleicht bei der nächsten Landung. Neue Befehle, Commander. So. Gedankenschild. Beim Heckaufzug soll etwas weiter scannen. Alle wir haben an dieser Position alle Ressourcen eingesammelt. Der Widerstand sollte uns in ein paar Wochen weitere Vorräte liefern können. Okay. Weiter zurück zum HQ. Südafrikanischen Sektor. Ah, wir hätten da stehen bleiben sollen, dann hier runterfliegen sollen zum... Commander, zur Unterstützung Ihrer Bemühungen stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen und zusätzliches Personal im Widerstandshauptquartier zur Verfügung. Ja, willkommen, neues. Commander. Ah, hier. Der Zwergenpaladin ist Spezialist, alles klar. Da ist er nämlich hin. Und wir haben einen neuen Ingenieur, auf jeden Fall, den müssen wir auf jeden Fall rekrutieren. Okay, und für den Zwergenpaladin haben wir nicht genug Zeug. Okay.
Aber wir weisen auf jeden Fall hier schon mal den Ingenieur zu, damit unsere Soldaten schneller wieder fit sind. Kann man das jetzt schon sehen? Ja, hier, guck mal, nur noch 3 Tage, nur noch 4 Tage, das macht schon was aus. Also das war, glaube ich, ein guter Kauf hier. Sergeant Monster und Sergeant Beru müssen wieder fit werden hier. So. Vorräte gab das hier, ne? Da gab es auch Vorräte. Wo ist denn der Wissenschaftler gewesen? Hier gibt es mehr Vorräte auf Dauer. Westafrika. Ich habe jetzt gedacht, der macht das von alleine hier mit dem Funkturm. Aber anscheinend muss ich da drüber schweben. Kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Okay, wir haben jetzt eine Nanoschuppenweste, die wir bauen können. Dann mach doch jetzt mal hier die Advent-Soldatenleiche. Da meine chirurgischen Erfahrungen recht begrenzt sind, ist die Mannschaft sicher dankbar, dass ich an gefallenen Advent-Soldaten übe, bevor ich unsere Verwundeten versorge. Für den Laien sehen die gewöhnlichen Advent-Soldaten wie Menschen aus. Aber die Aliens haben den offensichtlichsten Unterschied zum Menschen mit Hilfe eines geschickt gestalteten Helms verborgen. Das sind halt schlaue Köpfchen, die Aliens, ne? So. Commander, wir haben gerade erfahren, dass der Widerstand eine Advent-Nachschublinie angegriffen hat. Dies gibt uns die Chance, wertvolle Materialien zu bergen, wenn wir zuvor die Alien-Einheiten vor Ort ausschalten. Ja, läuft. Ich würde sagen, einmal starten. Setze Kurs auf Südafrika. Und das seht ihr dann beim nächsten Mal, wenn wir den Konvoi überfallen. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.